This Mobile Geeks video is powered by Asus. Hallo, wir sind bei Samsung in London und gucken uns das neue Galaxy Note 5 an. Ja, das ist im Grunde der Nachfolger des Note 4, nur leider wird dieses Modell zunächst nicht in Europa auf den Markt kommen. Zumindest ist das die offizielle Ansage von Samsung bisher. Als Grund gibt man dafür Marktforschung an, das heißt also, dass man eher das Edge hier verkaufen will, vielleicht weil der Preis dann in Europa auch noch eher akzeptiert wird, der sehr, sehr hoch ausfallen dürfte. Noch wissen wir ihn nicht, wir sind hier ein bisschen vorab unterwegs, können also dazu noch nichts sagen, aber soweit ich bisher herausgefunden habe, dürften wir so ja, locker über 900 Euro auf jeden Fall für die 32 GB mit dem Edge Plus rechnen. Das ist dann eben die gewölbte Version, ansonsten unterscheiden sich die Geräte technisch nur sehr, sehr gering. Wir haben hier die gleiche Technik unter der Haube wie beim Galaxy S6 und dem Galaxy S6 Edge. Wir haben also den Exynos 7420 Octa-Core, der 4 1,5 GHz schnelle Kerne und 4 2,1 GHz schnelle Kerne an Bord hat. Performance ist also reichlich vorhanden. Außerdem haben wir hier ein 5,7 Zoll großes Display mit 2560x1440 Pixeln. Die Auflösung ist sehr, sehr ordentlich. Ist alles Glass on Glass natürlich realisiert und außerdem natürlich ein Super AMOLED Panel, wie man es bei Samsung so gewöhnt ist. Wenn wir uns das, die Außenhaut hier so anschauen, dann ist sie aus einer neuen Magnesium-Aluminium-Legierung, die deutlich stabiler sein soll als bei den Vorgängern oder vergleichbaren Geräten. Das ist dann der kleine Wink in Richtung iPhone. Und was noch interessant ist, ist eben, dass hier dann auf der Rückseite sozusagen diese Abrundung stattfindet und nicht auf der Front wie beim S6 Edge Plus, das ansonsten von der Bauart her weitgehend identisch ist. Wir haben hier unten natürlich weiterhin den typischen Samsung eigenen Home-Button inklusive eingebauten Fingerabdruckleser. Links und rechts davon sitzen dann die üblichen kapazitiven Tasten. Was Samsung hier noch gemacht hat, ist, dass der Rahmen um das Display sehr schön schmal geworden ist. Also ich würde jetzt mal hier so, ja, 1,5 mm mehr wird das nicht sein. Und dadurch liegt das Gerät tatsächlich ziemlich gut in der Hand. Es fühlt sich jetzt nicht so an, als wäre es tatsächlich ein 5,7 Zoll großes Smartphone. Auf der Front gibt es eine 5-Megapixel-Kamera, die kennt man ja schon soweit. Daneben die üblichen Sensoren und das war's. Das Ganze ist jetzt inzwischen dann auch sehr, sehr glänzend gehalten, wie man es schon vom S6 und S6 Edge kennt. Also deutliche Fingerabdrücke hier zu sehen. Die Rückseite hat natürlich auch hier wieder eine Glasabdeckung, ist vielleicht für den einen oder anderen Note-User dann nicht unbedingt so willkommen. Also ein Case wäre hier auf jeden Fall fällig. Wir gucken mal ganz schnell rum. Da sehen wir hier auf der rechten Seite den Ein- und Ausschalter, eben mit diesem Metallrahmen und dieser leicht gewölbten Seite. Die sorgt natürlich auch so ein bisschen dafür, dass das Gerät sehr gut in der Hand liegt. Ist also vom Design her eine ziemlich gute Entscheidung, glaube ich. Und dann haben wir hier oben noch die Lautstärkegruppe auf der linken Seite. Der SIM-Karten-Slot sitzt hier oben, einen SD-Karten-Slot. Konnte ich bisher nicht finden und soweit ich weiß, ist im Specsheet auch keiner vorgesehen. Das ist dann wiederum ein Fakt, der so einige Note-Fans durchaus aufschreien lassen dürfte, denn Samsung verabschiedet sich dann hiermit endgültig von seiner bisherigen Politik. Intern gibt es nur 32 oder 64 GB Flash-Speicher. Dann haben wir hier noch das Noise-Canceling-Mic und eben diese Abtrennungen für die Antennen, die da verbaut sind. Auf der Rückseite haben wir eine 16-Megapixel-Kamera mit Optical Image Stabilizer, also mit Bildstabilisierung, wie man sie schon vom S6 und S6 Edge Plus, S6 Edge kennt und natürlich dann auch im Plus vorhanden ist, eigentlich genau das gleiche. Daneben der Herzfrequenzmesser und dazu nicht noch die LED, den LED-Blitz dazu. Und das war es im Grunde. Am unteren Rand kommen wir dann zum Trademark, zur Trademark-Eigenschaft des Galaxy Note 5. Ja, hier gibt es wieder einen Button, da ist nichts motorisiert, sondern der sitzt da einfach so drin und man holt ihn raus und kann dann damit arbeiten. Ich lasse den jetzt mal kurz draußen. Der soll ein bisschen verbessert worden sein. Was da genau passiert ist, kann ich im Augenblick noch nicht sagen. Wir haben einen einzelnen Monolautsprecher hier, da ist das Sprachmikrofon, einen USB 2.0 Micro-USB-Anschluss, also nichts ist hier mit USB Type-C bisher. Samsung lässt sich da anscheinend noch ein bisschen mehr Zeit, bis diese Schnittstelle weiter verbreitet ist. Und dann haben wir da noch den 3,5 mm Klinkenanschluss natürlich. Die ganze Sache ist, soweit ich informiert bin, 7,5 mm, glaube ich, dick und wiegt 153 Gramm bzw. 155, bin mir da gerade nicht so sicher. Im Innern steckt ein 3000 mAh Akku, der ist also nicht größer geworden, sondern bleibt eben auf diesem Niveau. Das Ganze hat eine verbesserte Schnellladefunktion und soll dadurch dann noch ein bisschen schneller laden. Es vergehen angeblich nur 90 Minuten, bis der Akku voll ist. Dieser 3000 mAh Akku und noch eine weitere Besonderheit ist, dass hier Wireless Charging drin steckt, was mit einem neuen Charging Dock von Samsung kombiniert wird und da eben dann
erneut eine deutliche Verbesserung in der Ladegeschwindigkeit bringen soll. Nach ungefähr 2 Stunden soll das Gerät voll geladen sein. Ist eigentlich ein ganz guter Wert und dauerte bisher bei den meisten Wireless-Charging-Lösungen etwas länger. Dieses spezielle Wireless-Charging entspricht nicht dem Qi-Standard und nicht dem Resonance-Standard, wird also nur von den Samsung-eigenen Geräten unterstützt. Die sind aber trotzdem weiterhin doppelt kompatibel zu den Resonance und dem zum Wireless-Charging-Standard nach dem Qi-Prinzip. Wir haben hier natürlich weiterhin das klassische Android 5.1.1 drauf. Wir gucken mal kurz nach, gehen hier ins About Device und ja, wo haben wir sie denn? Da ist die Software-Info. Da oben kann man es lesen, hoffentlich. Wir haben hier 5.1.1 an Bord. Und das war es natürlich. Was das Inking angeht, kann ich jetzt hier soweit erstmal keine großartigen Veränderungen feststellen. Allerdings muss sich da jemand dann zu äußern, der sich damit besser auskennt. Ich persönlich bin kein Samsung Galaxy Note-Nutzer. Eine äußerst interessante neue Zubehörsache ist dieses Cover hier. Das setze ich mal kurz um das Gerät herum. Und wenn wir jetzt genauer gucken, dann habe ich hier nämlich noch, ja, das ist ein Clip-on-Onscreen-Keyboard bzw. ein Hardware-Keyboard, das wird einfach vorne drüber gelegt. Das Telefon erkennt automatisch, dass man ein entsprechendes Cover hier eingesetzt hat und schon hat man ja, so eine Art Blackberry, würde ich jetzt mal sagen. Die ganze Sache ist also in der Lage, dann mit einem Hardware-Keyboard betippt zu werden. Hier unten findet jetzt nichts weiter statt, außer dass die Tasten eben die Eingabe an das Telefon darunter weitergeben und das war es auch schon. Und wenn ich jetzt mal hier in die Messaging-App zum Beispiel reingehe, dann könnte ich mal probieren, hier was zu tippen. Ich muss sagen, ich habe es vorhin probiert. Das Ganze ist für meine Finger jetzt nicht so ganz geeignet. Ich bin allerdings auch kein großartiger Nutzer von BlackBerry-Geräten gewesen. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber die Form ist auf jeden Fall sehr, sehr stark am Hand im Rahmen dessen unterwegs, was man so von den BlackBerry-Geräten kennt. Fühlt sich sehr interessant an, ist auf jeden Fall eine ziemlich interessante Sache, muss man dann schauen, wie gut man damit klarkommt. Hier sind dann auch die Tasten wieder in Hardware ausgeführt, vom Design her erinnern sie stark an das Galaxy S6 Active zum Beispiel. Man hat hier also diese ja, großen, ganz klassischen Hardware-Buttons mit Vor- und Zurücktasten und so weiter. Hier draußen sitzt die Enter-Taste, die habe ich gerade schon ungefähr 100 Mal gedrückt und ja, bin auf eine Leerzeile gesprungen. Ist eine sehr interessante Sache und macht das Gerät dann doch durchaus attraktiv für den einen oder anderen User, der ein solches Smartphone mit Hardware-Keyboard schmerzlich vermisst. Erinnert so ein bisschen an einem BlackBerry Passport, aber eben in einem deutlich kompakteren und vielleicht auch ein bisschen attraktiveren Format und sieht soweit erstmal ganz nett aus. Das war ein kurzer Blick auf das Samsung Galaxy Note